regnet tagelang und ohne Unterlass in den Schweizer Alpen. Und so bahnt sich dieser wild gewordene Fluss seinen Weg durch den Walliser Ort Brigg, überschwemmt die gesamte Innenstadt, reißt alles mit, was sich ihm in den Weg stellt. Saltina heißt der Fluss, der sonst zum Promenieren an seine Ufer einlädt. Heute, am Tag danach, wird sichtbar, was die Wassermassen mitgeführt hatten. Riesige Geröllberge türmen sich auf den Straßen. Katastrophenalarm wurde ausgelöst, denn Strom- und Trinkwasserversorgung sind zusammengebrochen. Aufräumarbeiten sind im Gange. Es wird Wochen dauern, bis der gröbste Dreck beseitigt ist. Ob Menschen zu Schaden gekommen sind, ist noch unklar. Nicht nur Brigg ist Opfer der Flut. Auch das Urlauberziel Locarno am Lago Maggiore